Hallo, heute gibt es ungarisches Gulasch aus dem Römerdom. Fangen wir gleich mal an. Folgende Zutaten werden benötigt: 500 Gramm Schinkengulasch vom Schwein, 5 Knoblauchzehen, 4 Zwiebeln, 2 Paprikaschoten, Salz, Pfeffer, 100 bis 150 Gramm Tomatenmark, 500 Milliliter Brühe. Gewürze: ein guter Esslöffel Paprikapulver edelsüß, Majoran und Kümmel, nach Belieben so jeweils circa ein Teelöffel. Das ganze Gemüse habe ich geputzt und grob klein geschnitten. Das Weitere mache ich mit der kleinen Maschine. Es geht natürlich auch mit einem Messer oder einem anderen Küchengerät. Es muss halt nur alles schön klein sein. Den Römertopf habe ich wie immer schon gewässert. Topf und Deckel, ca. 30 Minuten reichen da voll aus. Jetzt geben wir das Gulasch in eine große Pfanne in heißes Fett und braten es kurz an. Würze nach Belieben mit Salz und Pfeffer. Geben das Gemüse dazu. Dann das Tomatenmark. Die Gewürze. Zum Schluss noch die Brühe angießen und alles einmal gut bei mittlerer Hitze durchmischen, damit sich alles gut verbindet. Dann geben wir alles in den Römertopf. Muss man alles vorher anbraten? Ich finde ja, andere lassen den Schritt weg. Ich finde es besser so, muss aber jeder selber wissen. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Und das Ganze geht für erstmal 80 Minuten in den kalten Backofen, den wir auf 200 bis 220 Grad einstellen. Nach 80 Minuten sollte das Ganze in etwa so aussehen. Das ist jetzt kein Muss. Wer es nicht mag, lässt es einfach weg. Ich gebe noch zwei sehr gute Esslöffel Creme Fraiche dazu. Alles schön unterrühren. Dann gebe ich noch Petersilie dazu. Es gehen aber auch andere Kräuter oder man lässt es auch einfach weg. Das Ganze kommt jetzt noch einmal mit Deckel für 15 bis 20 Minuten zurück in den Backofen und das Gulasch ist fertig. Ich habe jetzt Bandnudeln dazu gemacht. Weiter gibt es dazu noch einen Rohkostsalat. Gehen aber sicherlich auch andere Beilagen wie Klöße, Kartoffeln, Rotkohl oder wie auch immer, wie man möchte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!